Der Strauß war ja Hofkapellmeister in Berlin an der preußischen Hofoper und hatte dort wohl auch Auseinandersetzungen, die seine Stücke betrafen. Und ist dann, weil der hiesige Intendant von Hülsen auf ihn aufmerksam wurde, ihm einfach anbot, wie wär's denn, wenn du, oder wenn sie, heutzutage duzt man sich ja immer gleich, also ich glaube nicht, dass sie sich geduzt haben, also man hat ihm das angeboten und daraufhin kam er hierher, hat das Orchester entdeckt und dann hat er ja gesagt, dass das so ungefähr, wie das hier ausgedrückt, ein Eldorado ist. Das waren ja Uraufführungen, darf man nicht vergessen. Für uns sind das ja heute sehr melodiöse und schöne Stücke. Für uns heißt ja heute eigentlich immer eine Uraufführung zeitgenössische Musik eben, die meist nicht tonal ist. Aber damals war ja zeitgenössische Musik in den meisten Fällen noch tonal. Ja, und so hat sich das ergeben. Und dann haben die hier irgendwie das Eldorado Eldorado sein lassen. Das ganze Stück ist ein sympathisches Werk. Es ist ja nicht ein Heldenleben, wo sie dann hinterher sagen würden, das ist zwar ein Held, aber irgendwie ziemlich unsympathisch. Harter Knochen, zu keinem Kompromiss bereit und eigentlich unsympathisch. Nee, der kommt nett rüber. Ich finde, das ist eine Menge für ein Heldenleben. Ja. Normalerweise haben ja diese Art von Helden ja so auch mehr Widerspruch. Ja. Da heißt es dann immer viel Feind, viel eher. Bei ihm heißt das nur Widersacher.
Wenn es Widersacher sind, dann gibt es spitzige Töne oder auch atonale Dinge. Ja, das ist auch rhythmisch teilweise gar nicht so klar. Übrigens Stellen, die man immer sehr gut probieren muss mit dem Orchester, weil selber, also wenn man sich gut kennt, man droht, den Faden zu verlieren. Gefährtin wird dann relativ nett, kapriziös vielleicht. Da spielt ja dann immer Pauline, Frau Pauline, eine nicht zu über, also unterschätzende Rolle. Also die kann sehr, sehr nett sein und aber auch manchmal so etwas ruppig. Das wird aber auch mit großer Sympathie gezeichnet. Strauss hat angefangen, ja, was heißt schon Avantgarde, aber er war eben da und sagte, ja, man müsste gewisse Stimmungen eben auch mit sehr, oder mit nicht so tonalen Mitteln ausdrücken, also mit nicht so harmonischen Mitteln und schönen Sachen, sondern es muss schon sehr deutlich sein, dass es, er hat ja davon nachher irgendwann Abstand genommen, aber ich finde das bei ihm immer sehr interessant, wie er den Ausgleich hinbekommt. Also beim Heldenleben ist das eklatant. Es gibt ja immer wieder zwischendrin Stellen, wo man sich sagt, das ist ganz, also auch das Violinsolo, ja deshalb so anspruchsvoll, weil sie eigentlich aus diesen Arpeggien und kleinen Einwürfen ein Gemälde zeichnen müssen. Also das ist für den Geiger immer eine ganz unglaubliche Herausforderung, denn man muss sehr gut charakterisieren, es muss technisch natürlich tadellos gespielt sein, es muss gut klingen und man ist ganz nackt und alleine da. Das ist ein ganz besonderes Solo und deswegen ist das ja auch immer im Probespiel, wird das ja verlangt, sehr oft. Da sehen Sie ja, wie er experimentiert hat. Er hat jetzt, ist ja aus dem Rhythmus rausgefallen, er ist rezitativisch, die Taktstriche gelten gar nicht mehr. Ja, Sie haben gar nicht mehr so das Gefühl,
Also er kümmert sich um Regeln oder so. Aber dann sagt er, jetzt habe ich euch genug letzten Endes geärgert. Und dann kommt dieser herrliche Mittelteil, wo man sich dann doch sehr erfreut dran.
Also es wird oft die Frage gestellt, ob das er selber wäre, ein Heldenleben. Ja? Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung. Also er neigte ja irgendwie in seiner ganzen bajuwarisch vermeintlich einfachen Art sehr zum Kokettieren. Ja, also Kokettieren ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zum Understatement, ja, das ist das bessere Wort, hat sehr klein dirigiert, diese riesenhaften Entladungen, war auch so als Typ, glaube ich, sehr umgänglich, ging dann zum Skatspielen und hat ja eigentlich nie durch große Skandale auf sich aufmerksam gemacht. Er war ein sonnigeres Gemüt insgesamt und dazu passt er nicht, dass man sich in einem Heldenleben so stilisiert. Also ich glaube, der war einfach so, dass er gesagt hat, na, ich zeig mal, wie das ist. Aber es ist ja nie ein Held, der aggressiv ist. Also ich glaube, er nimmt der ganzen Sache eine gewisse Spitze und Schärfe. Wenn er gesagt hat, dass er nicht zum Schlachtenmensch gemacht sei, dann kann man das wirklich nachvollziehen. Es ist ja eine Schlacht, die, wenn Sie, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz schön probiert, wirklich versuchen, in der Dynamik so zu spielen, wie es drinsteht und auch zu wissen, dass man die Fortissimi nicht immer bis zum Letzten ausreizt und auch wenn es wieder zurückgeht dynamisch, man es auch tut, dann ist das gar nicht so laut. Es geht hoch her, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie hinterher sagen würden, ich bin taub. Ich habe den Strauß ja auch immer im Verdacht, dass er uns allen zeigen will, einfach wie gut er instrumentieren kann. Er zeigt alles, was er so kann. Also ich finde das immer wieder faszinierend und das mit einer Instrumentationskunst und Lust, ja, also das ist ein Orchester wirklich bis zum aller letzten auszureizen, ja, was so ein Riesenorchester kann. Damit macht er natürlich dem Publikum und auch den Dirigenten große Freude. Thank you.
Strauss hat die Art, sich öfter mal selber zu zitieren. Ich meine, das hat er natürlich vom Wagner, der hat sich ja auch an ganz speziellen Stellen, also in einer Art und Weise selbst zitiert. Denken Sie an das Tristan-Zitat in Meistersingern. Der Strauss ist da noch ein bisschen weitergegangen und hat es uns auch schwer gemacht. Also wenn Sie bestimmte Stücke nicht kennen, die übrigens auch gar nicht so oft kommen, also Don Quixote, wenn Sie es nicht wirklich kennen, oder es sind auch Mittelstimmen, die mit einmal mal sogar aus Liedern wird was zitiert. Das habe ich auch erst ganz spät mitbekommen. Ich habe mich immer gewundert an der einen Stelle, die mir so wahnsinnig gut gefällt, wo das nach Gestur geht. Und da kommt dieses gehe hin, das ist ein Lied von ihm. Weiß manchmal bei ihm nicht, ist das jetzt wirklich volle Absicht oder einfach nur die Lust am Spielen. Ja, das war ja auch ein genialer Spieler. Und das macht ihn so sympathisch. Also für mich immer so gewesen. Ich habe mir gedacht, irgendwie ist mir das so grundsympathisch, was er macht. Er will mich auch nicht ärgern oder will mich so vom Wege abbringen. Ja, also das macht seinen Riesenerfolg doch bei allen aus. Ich meine, nicht umsonst ist er ja ein sehr wohlhabender Mann geworden mit den ganzen Stücken. Und der hatte halt einen Sinn fürs Publikum, ein Händchen fürs Publikum. Wissen Sie, dieses Ende, das ist so ergreifend, wenn man es eigentlich relativ unterzuckert spielt und ganz einfach spielt, als ob im ganzen Stück gar nichts passiert wäre. Und dann kommt nochmal die Geige, die sich da hochschwingt und dann kommt dieser unglaubliche Schluss, der interessanterweise ja nur für Bläser ist. Ja. Ich glaube, das ist mit der am schönsten instrumentierte Bläserakkord der Musikgeschichte.
Das klingt wie ein ganzes Orchester und man stellt fest, die Streicher spielen gar nicht. Das ist wie eine Orgel mit verschiedenen Registern. Ich habe das Gefühl, das ist eine Orgel in verschiedenen Kirchenschiffen, wo so die Positive so überall rum hängen, ja, und das von da kommt oder von da kommt. Ja, das ist so salbungsvoll, Weltflucht und Vollendung. Ach Gott, ja, wissen Sie mal, weg von dem ganzen Ärger ist ja auch nicht so doof, ja. Und er ist ja, hat ja auch seine Ferien da in Marquardtstein verbracht und in Bergen und war gerne am Genfer See oder dann so. Also ich glaube, dass der, und in Italien ist er doch so oft gewesen, also dass der sich vielleicht mal gesagt hat, so der ganze Berufsärger, den lässt man hinter sich, das ist er dann, ja. Das ist dann der Held, der sich ausruht. Und das macht er natürlich in einer üblichen Art, mit einer derartig wunderbaren Melodie, die hört man ein einziges Mal und man hat sie quasi also wie ein Verdi-Schlager im Ohr. Das konnte er, ja. Ihm ist ja auch das Komponieren sehr leicht gefallen. Da gibt es ja diese wunderbare Geschichte mit Pfitzner, wo die sich getroffen haben und der Pfitzner war ja ein sehr nachdenklicher und auch mit sich selbst so hadernder Mensch. Und der hat sich immer sehr viel Mühe gegeben und hat dann wohl zu dem Strauß gesagt, ja, ich habe also, bei mir ist das, ich denke immer viel und das ist sehr, sehr schwierig, bis ich da hier zu einem irgendwie Ergebnis komme. Und dann muss der Strauß irgendwie zu ihm gesagt haben, ja, wenn es so schwer ist, warum komponieren Sie denn dann? Ich glaube, das illustriert das ungefähr. Dem floss das aus der Feder, ja. Und so war der eben, ja. Also es ist für uns schleierhaft. Thank you.